Hey, hallo und willkommen auf Benny's Drum Channel. Heute möchte ich euch eine Figur vorstellen, die viele intuitiv vielleicht irgendwie schon benutzen und auch kennen. Und ich will verschiedene Anwendungsbeispiele hier aufzeigen. Diese Figur hat sogar einen Namen, der ist allerdings eher so ein Insider-Begriff, der steht in keinem Buch. Und diese Figur kennen viele Drummer unter dem Namen der Abroller. Vom Sticking funktioniert der Abroller erstmal für einen Rechtshänder-Drumset-Spieler rechts, links, rechts, Bassdrum. Die Schläge sind zunächst alle rhythmisch gleich weit entfernt. Rechts, links, rechts, Bassdrum. Und vom Klangbild ist das einfach Treppe runter. Das heißt, Snare Drum mit rechts, Tom 1 mit links, Floor Tom mit rechts und anschließend die Bassdrum, also von hoch nach tief. Der Abroller wird von vielen Rockdrummern benutzt. Allerdings wurde er schon viel früher erfunden. Viele Jazzdrummer haben das auch schon eingesetzt. Und die Legende sagt, dass der Erfinder, also der Urvater des Abroller, einer der ersten Drummer in den 20er Jahren war. Einer der ersten Drummer, die auch Tom-Toms benutzt haben. Und dieser Drummer hieß Sid Catlett. Und wenn man ein Drumset spielt, das nicht nur aus Snare Drum und Bass Drum besteht, sondern auch aus verschiedenen hochgestimmten Toms, kommt man natürlich irgendwann zwangsläufig auf die Idee, diese Toms in schneller Abfolge der Reihenfolge nach von hoch nach tief zu spielen. Und schon war der Abroller geboren. Also, los geht's. Am häufigsten findet man den Abroller in dieser Erscheinungsform rechts, links, rechts, Bassdrum als 16. Triole. Das heißt, die Snare startet auf dem Beat und die Bassdrum beendet die Figur auf der Zählzeit und. Das klingt dann so. Andersrum geht das natürlich genauso, der eigentliche Abschluss ist auf dem Beat, dann beginnt man die Figur auf der Zählzeit und. Das heißt, auf und beginnt die Snare rechts, links, rechts und auf dem nächsten Beat endet die Figur mit der Bassdrum. Wenn man diese vier Schläge rechts, links, rechts, Bassdrum als 16. spielt, dann kommt auch ein sehr brauchbarer Rock-Fill-In dabei raus und das klingt dann so. Im Shuffle ist der Abroller ebenso denkbar und auch weit verbreitet. Steve Gadd ist natürlich weiter der ungekrönte König darin, diese Figur auch im Shuffle-Rhythmus abzudrücken und das natürlich meisterhaft. Wenn man den Abroller wie Steve Gadd im Shuffle benutzt, dann sind diese vier Schläge in einer Achteltriolenfigur verpackt, die dann so aussieht, Achteltriole, zwei Sechzehnteltriolen und nochmal eine Achteltriole. Wir beginnen da mit der Bassdrum zum Beispiel, Bassdrum, dann die beiden Sechzehnteltriolen, Snare Drum, Tom 1 und auf dem dritten Triolenachtel das Floor Tom.
Ebenso gut kann man natürlich auch da wieder mit der Snare beginnen und Treppe runter, Tom 1 und Floor-Tom als zwei Sechzehntel-Triolen spielen und die Bassdrum als Abschluss nehmen. Das war der Abroller. Nächste Woche gibt's ein Video mit dem Aufroller.